Help me.
Radibus mal. Jawohl. Können Sie liegen? Ich kann es versuchen. Warum? Kamerad, ich komme nicht an den Steuerknüppel ran. Bitte helfen Sie mir. Hektar wird ganz an. Yes, sir. Oh, die Kommis. Es ist höchste Zeit, dass wir abhauen. Sie kommen. Ah, nee, werden wir was Fuß. Den Eindruck habe ich nicht. Wir müssen mal da sein. Wie spät haben Sie es? Moment. Es ist ganz genau etwas über eine Minute vor 12. Etwas über eine Minute. Wundervoll. Eindruck. Höchst eindruck. Wir scheinen die Gesetze der Schwerkraft auf den Kopf zu stellen. Ja. Oh, Wasser. Schnell, mir wird schwindelig. Nicht überschätzen. Einen Moment. Wir werden gleich mal schief gehen, wenn Sie zu ohnmächtig werden. Ich gebe Ihnen Wasser. Aber nicht ohnmächtig werden. Sofort. Halten Sie noch einen Moment durch. Geht nicht mehr. Wasser. Sie sind die Wolke. Wasser. Hier, nehmen Sie doch ab. Hier sind wir nicht. Ich trage das Wasser nicht an. Wasser. Ist schlecht. Was haben Sie denn? Ich habe mich zu Ende gestanden. Versuchen Sie den Kopf zu machen. Ich nehme ja, aber geht nicht. Wir fliegen auf dem Rücken! Lass dich mir! Lassen Sie den Steuerknüppel los! Kann ich nicht machen. Da haben wir es. Das Benzin ist alle. Das hat noch gefehlt. Sterbkamerad, jetzt können wir unser Testament machen. Zigarette? Nicht jetzt. Das brauche ich dann noch nicht mehr. Welcher Monat ist es? April, Frühling in Somalien. Elke wird im Garten sein und sich an den Osterglocken erfreuen. Osterglocken sind ihre Lieblingsblume. Sie würde niemals eine abschneiden, das geht ihr zu. Sie hat mal gesagt, es käme ihr die Mord vor, eine Osterglocke abzuschneiden. Meine liebe, sanfte Elke. Niemand hat eine reinere Seele. Niemand liebt Kinder und Tiere inniger als meine stolze Elke. Elke. Oh. Wir sind gelandet. Die Geheimdokumente. Kamerad, wo sind Sie denn? Kamerad, hey! Kamerad! Kamerad, wo haben Sie die Geheimdokumente für den Herrn General? Sind Sie verletzt? Bringen Sie mich sofort zu General Schaumlöffel. Was ist das? Sagen Sie nicht zu dämlich. Von der Übergabe dieser Papiere hätten unser Sieg gehabt. Aber der Krieg ist vorbei. Was? Ja, verloren. Nein, das kann doch nicht. Ich war doch schon dabei. Braucht mir doch mal was zu. Dempsey schlägt Müller. Lindbergh fliegt über den Atlantik. Wirtschaftskrise. Unruhen in Kumanien. Die Hinkelpartei hatte inzwischen die Macht ergriffen. Das konnte aber unser kleiner Jüdischer persönlich wissen, denn er hatte sein Gedächtnis verloren. Weswegen er viele Jahre im Lazarett zubringen musste. Der Diktator Hinkel regierte mit eiserner Faust. Unter dem Zeichen des Doppelkreuzes wurde in Kumanien die Freiheit abgeschafft. Auch die Redefreiheit. Man hörte nur noch die Stimme von Anton Hinkel. Ey, das Strand ist Bildensekt! Der Wiener Schnitzer mit der Lage wirken und das Saukrat!
Hey, der Gelübden sagt doch Werden! Wenn du mir bist ein Stadt, wenn der Beten sagt doch Nütz! Hey, ich bin ein Stadt! Das war schon der zweite Rückkehr, den ich sehe. Ich habe schon Fury geguckt, der ganze Unit war. Seine Exzellenz erinnert an die ganze Zeit der Bewegung, in der ihn diese beiden Artenkämpfer vor zur Seite standen. Verstanden und es ist ja, richtig, was ich verstehe und nicht, was gesagt wurde. Ein Ohr ist nämlich ein gutes Ohr. Es lässt nur das zu mir vor, was ich auch schon will. Das war ein anderer.
Banana! Ist das großartig? Ist das großartig? Ich liebe YouTube. Eric, wir freuen uns doch. Wir bauen einen zweiten Wagen. Ein zahles Tomanisches Mädchen bereicht seine Existenz, ein dummes Haus, ein zweites kleines Tomanisches Mädchen bereicht seine Existenz, ein dummes Haus und ein drittes kleines Mädchen zu erzählen. Der Führer ist offensichtlich hoch beglückt, besonders an seinem tomanischen Mädchen bereicht. Ich muss lauter oder leiser, ich kann das nicht. Ich bin DJ. Ich bin DJ. Das Baby ist überwältigt von der Güte und Aufmerksamkeit seiner Existenz. Es wird diesen Augenblick nie vergessen. Ich mach die richtige Mischung. Der Führer auch. Ich mach die richtige Mischung. Und das könnt ihr sofort erleben. Ich hab den Film noch nie gesehen. Alleiner das Kino muss nicht sein, es ist anstrengend. Warte, wenn du zwei Kinder hast. Drei und Haustiere noch. Die helfen mir. Oh, allein hat sie eine Mutti von drei Kindern in der Zeit. Kehrt er in deinen Palast zurück? Na, eigentlich nicht. Sie meinen, wir sind zwei. Ja, sehr eindrucksvoll. Na, im Prinzip schon von dreien, die sind zwei Kasse dabei. Wieso? Die Volkszählung ist überdacht. Gewaltmaßnahmen gegen die Juden, auf die das Volk nicht vorbereitet ist, wären nicht ratsam. Vielleicht haben Sie recht. War in letzter Zeit etwas ruhig im Ghetto. Morgen gutes Lieber Jäckel, könnte schlimmer sein. Was denn? Noch schlimmer? Sie verfügen über sehr viel Fantasie. Inkels Rede ist Ihnen auf dem Wagen gescheitert. Ich habe andere Sorgen, Levi. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Ihnen geht doch besser als den meisten von uns. Haben Sie was Neues von dem Friseur gehört? Er ist noch immer im Spital. Da ist er doch schon seit Kriegsende. Ja, was machen Sie den Namen doch für ihn? Hat er später was zu reden? Was will er jetzt? Aber warum schreibt er das aber zu? Kann denn das sein? Ja, mal schade, dass das Geschäft die ganze Zeit geschieht. Nur was wichtig wäre. Bei den Steuern würde er sowieso keine Freude an dem Geschäft haben. Ihr habt es ja recht, Decke. Es ist dann immer noch nicht viel Gutes dran. Na, also sag ich das. Anna! Ja, die Farbe. Bring mir doch mal meinen Tabaksbeutel, der liegt auf dem Kabinett. Ich war die zweite. Mit uns kann man das nicht. Ich war Nummer zwei. Ja, das Leben ist verdammt klar. Ich bin ja auch die neue. Denken Sie doch nur mal an Anna. Niemand braucht sich den Stamm. Ihr Vater ist im Krieg gefahren, zur Mutterschaft ist bisher. Und was ihr nebenher verdient, reicht kaum zum Leben. Die Schöne sich Zahn noch ausschmeißen, wenn sie auch. An die ganze Welt. Wir brauchen wieder Gabbard-Fahrerjäckel. Wo willst du denn hin? Zu Frau Schumacher, die Wäsche abliefern. Nimm die Schlüssel mit. Meine Frau und ich gehen nachher weg. Ich möchte, dass alle Türen verschlossen sind, falls der Sturmkopf mal wieder verrückt spielen sollte. Ja, warte auf den armen Teufel, der noch so manche überrascht. Das höre ich nicht auf. Ja.
noch zur Beobachtung bei uns. Er ist aber trotzdem verschwunden. Verschwunden? Wer nichts unternehmen, Verantwortung trage ich. Wir könnten doch nichts mehr für den Mann tun. Schlimm ist auch ein schönes Wort. Schlimm und finden ist ähnlich. Schlimm ist wirklich schlimm. Ich glaube nicht. Schlimm ist wahr. Hinten, bitte schön. Die Flossen her erstmal. Das machen wir nicht. Flossen her, das ist immer
Komm schon. Was näher. So, mein Freund, jetzt wirst du mal wieder Jule in meinen. Na los, fang an, aber ein bisschen Dani. Putin lässt sich doch also auf diese Art und Weise die Türen aufhalten. Wir werden, wir werden.
Willst du jetzt haben, dass es alles sechs Jahre ist? Der zuverlässigste der Welt. Man trägt ihn mit Müssen, Geschrieben und Rot. Er öffnet sich nach 10 Metern und ist todsicher. Vorführen, Professor. Heil Hinkel! Oh, geil! Die freiwilligen Verrückten. Erik, was hält Ihnen ein, meine kostbare Zeit zu verbeugen? Was gut. Warum ich da Wir haben 25 Millionen für den Kopf, um das Set zu bewilligen, wo wir jeden Pfennig für Ausrüstung und Munition brauchen. Es werden ein paar Verhaftungen nötig. Was heißt ein paar? Keine astronomischen Ziffern, etwa 5 bis 10.000 pro Tag. Pro Tag? Etwa unzufrieden, leider nichts. Womit sind Sie unzufrieden? Mit der Arbeitszeit, den Nullkürzungen, der künstlich hergestellten Nahrung und der Qualität des Eggspenden im Brot. Sind Sie verrückt geworden? Sie stammen aus Fenstern, automatischen und automatischen Nähern. Dankeschön. Ich gebe zu bedenken, dass die Lage äußerst gefährlich ist. Die Menschen sind überarbeitet. Ach was, Menschen. Wir könnten mal wieder eine Aktion geben. Ich bestimmt auch aus. Eine großartige Aktion geht über das Förderland. Viel zu wenig dramatisch. Es ist an der Zeit, unverzüglich mehr Gelosterlich einzurücken. Wann können wir soweit sein? Laut Hering in 3 Monaten. Ich bin nicht gewillt, so lange zu warten. Außerdem könnte der Napoleonis-Armee zuvorkommen. Wir müssen jetzt zuschlagen. Dazu brauchen wir ausländisches Kapital. Sofort besorgt. Wir haben nirgendwo mehr Kredit. Aber es gäbe jemand, der uns helfen könnte. Epstein. Epstein? Das ist doch dieser Jude. Ja. Ich würde diesen Fall großen Wald lassen. Wir nehmen das Geld von Epstein an. Das könnte allerdings unter Umständen im Hinblick auf die Politik gegenüber seiner Rasse etwas schwierig sein. Ach, was richtig wird, dann ändern wir unsere Politik eben. Teilen Sie kommen durch uns Anweisung, alle Juden nach Wort aufzuhören. Allerdings, was? Die Erzählung von Müsli, der Typ gerade eben, der sprach. Ich werde nochmal hinhören. Ich dachte jetzt bloß an den Namen Epstein hier. Ich werde nochmal hinhören. Und Sie wüssten, was hier all die Jahre los gewesen ist. Der ganze Zirkus mit diesem Hinkel. Sie meinen nicht hier. Sie haben Gott sei Dank im Krankenhaus gelegen. Lieber Freund, Sie sollten Ihren Schöpfer danken, dass Sie das hier versäumt haben. Also wenn sich die Lage hier wieder zuspitzen sollte, gehen wir nach Osterlitsch. Das ist wenigstens noch ein Eisland. Einmal müssen wir sowieso unser Hündel schüren. Danke. Jedenfalls, ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Bleibt doch noch alles genau wie früher, nicht wahr? So, und die nächste Woche wird anders. Könnte ich nicht einmal zurückgehen, ja? Sie sollten sich auf die Rolle Weiblichkeit umstellen. Mit einem Damensalon wäre bestimmt viel Geld zu machen. Kennen Sie sich in dem Fach aus? Ja? Wäre dann ganz gut? Ich nein. Das könnt ihr doch lernen. Also probieren Sie es mal an Anna aus? Ja, eben. Das ist eine gute Idee. Anna, setz Sie auf den Stuhl, dann du wirst jetzt prüfen. Ich werde schön gemacht für wen? Das ist ja schön als für den. Ich will den Dach. Schnee kann ich jetzt mit Dreck abdecken? Nein, da müsst ihr höchstens ein bisschen Dreck ab. Ihre Zerschreutung ist ja verständlich, Sie haben das vom Krieg. Und mir ist sie angeboren.
Das habe ich auch gelernt im Friseursalon. Warum haben eigentlich Frauen keinen Bartwuchs? Willst du mich verrollen, Alter? Sie haben mich ja eine Seite. Ich bin aber auch ein komplettes Dummerle. Zum einen Seiten hätte ich ganz andere Adressen. Ich mache ihn jetzt genau. Darf ich bitten? Ja, das du. Voilà. Das soll ich sein? Wie haben die das geschafft? Soll ich sie auch so schön machen? Hm? Wissen Sie, dass Sie ein sehr gut aussehender Mann sind? Ja. Ja? Nein. Oh, der Kartoffelmann ist da. Ich muss leider jetzt gehen. Kennst du das nur, dass der Kartoffelmann durch die Gegend? Nee. Das kenne ich nur aus der Kindheit. Echt? Ja, der kennt selber Kartoffeln in die Augen. Das kommt von der Eile. Kommen Sie hoch. Eltern? Ich bin ja auch in einem anderen Land aufgewachsen als du, Silvia. Ja, ich weiß. Mein Heimatland existiert nicht mehr. Guten Tag. Ich bin annektiert. Ja. Ist das eigentlich schon mal jemand erörtert? Mein Heimatland wurde annektiert. Also, ich bin ja eigentlich auch nicht so. Ich will hier nicht weg. Freiwillig will ich nie. Ich hänge an meiner Heimat, trotz Not und Verfolgung. Aber vielleicht brauchen wir gar nicht. Deutschland gehört zusammen. Wäre es nicht wundervoll, wenn man uns wieder die Menschen liebt? Sprechen zumindest Deutsch. Wenn er auch hat das. In seinem Schmutzsack, in ihr 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 Selbstmordattentäter beim Vorstellungsgespräch. Na, wie viele Anschläge schaffen Sie pro Minute? Na, wenn es gut läuft, eh. Das ist ja echt mal Selbstmordattentäter. Es kann auch ein anderer Attentäter sein. Das ist ja kein Anschlag. Das ist ja einfach Hübsche Knöpfe waren hier, aber sie haben so hübsche Sachen an. Ja. Wir haben soeben das wunderbarste und wildvollste Giftgas. Also die Deutschen waren ja was gewohnt. Ja, das sind immer so zwei. Schön. Egal zu welcher Zeit. Preußisch. Wer ist das? Mein Geheimagent. Ihre Geheimagentin? Der Reinkopf. W76 soll Reinkopf. Du, egal ob es das Biedermeier ist oder Stresemann oder so. Meine Agenten konnten für die Schweizer Bankdirektoren nachgelesen. Damit dürfte der Kredit bewilligt sein. Gut. Heinicke. Herkommen. In Waffenfabrik 4 ist Generalstreik geplant. Anführer sind? Dies ist geplant. Sofort erschießen. Schon besorgt, Exzellenz. Wie gesagt, Sie wollen streiken? Die gesamte Belegschaft, 3000 Mann. Sofort erschießen. Ich möchte keine unzufriedenen Arbeiter. Klar. Aber Euer Exzellenz, diese Arbeiter sind Spezialisten. Ich schlage vor, sie erst zu erschießen, wenn die Ersatz angedacht haben. Ich lehne es ab, Milde walten zu lassen. Ich gebe zu bedenken, dass der ganze Produktionsrhythmus gestört wird. Ausnahmsweise der Bericht. Wir sollen den Rhythmus haben. Geben Sie Anweisung, dass die Streitenden geschont werden und in ihre Arbeitsplätze zurückkehren dürfen. Aber für die Zukunft sollen sie gewarnt sein. Das ist meine Ressort. Ich erledige das. Kommt. Aufpassen. Reichsführer sind alle Brüne, nicht ein Blonder darunter. Brünette sind unruhig. Thomas, die Juden, machen Sie ausgangs. Langsam, Euer Exzellenz. Nichts überall. Erst werden die Juden ausgerottet, dann sofort die Brüne. Egal, nicht eher Ruhe, denn es wäre ein Arbeiter, was sie erholen. Thomas, das ist ein Warum kein blondes Europa, Asien, Afrika, und ein brünetter Diktat oder Welt? Wieso nicht? Natürlich, alles oder nichts. Die anderen Völker sind feige, sie werden es nicht wagen, sich ihnen in den Weg zu stellen, mein Führer. Diktat oder Welt, sie sind dazu ausgesehen. Wir werden die Juden umbringen und die Brünetten vernichten. Dann wird sich unser Traum einer vollkommenen arischen Rasse verwirklicht. Meine blonden, reinen Arian wird sie lieben, verehren. Man wird sie anbeten wie einen Gott. Nein, nicht noch, das dürfen sie nicht sagen. Ich bekomme wirklich Angst vor mir selbst. Jawohl, ich
Diktator der Welt. Wir müssen sofort in Osterlitsch einmarschieren. Zu einem Kampf wird es nicht kommen. Wir werden sie überrollen. Nation auf Nation wird kapitulieren. In spätestens 2 Jahren liegt ihnen die ganze Welt zu Füßen. Ach, finden Sie, ich wünsche allein zu sein. Georgie guckt dann bestimmt auch gerne den Film. Tja, ja, eigentlich schon. Er guckt sich den bestimmt gerne. Alles oder nichts, ich habe es in der Hand. Herrscher der Welt. Ja. Nächstes Mal habe ich schon ein Tipp für dich.
Böse Nachrichten. Wir müssen den Einmarsch nach Osterlitz zurückstellen. Wieso? Epstein weigert sich, uns Geld zu bauen. So, Epstein weigert sich. Ich wünsche Schulz zu sprechen. Kommandeur Schulz. Doch, Epstein weigert sich. Und sein Pilzensack. Was hat er gesagt? Er beschwerte sich über die Verfolgung seiner Glaubensgenossen und sagte wörtlich, ich lehne es ab, mit einem mittelalterlichen Wahnsinnigen Geschäfte zu machen. Diese Krampfhölle wird noch an den mittelalterlichen Wahnsinnigen denken. Ab heute werde ich mich wieder persönlich meiner Rasse widmen. Euer Exzellenz. Mach sofort Alarmbereitschaft für die Gesamtsturmfrau. Schutz, ich wünsche nach mittelalterlicher Art, den Ghetto aufzuräumen. Euer Exzellenz, ich halte das im Augenblick für unangebracht. Wie? Solche Demonstrationen würden das romanische Volk vor den Kopf stoßen. Interessant. Seit wann liegt Ihnen das Wohl des Ghettos so am Herzen? Ich spreche im Interesse unserer Partei und im Namen der Menschlichkeit. Schulz, Sie müssen mal ausspannen. Sie sind überanstrengt. Frische Luft würde Ihnen sehr gut tun. Ich stelle Sie in ein Konzentrationslager an. Komm mal, Schulz, sofort abführen! Wie Sie meinen, aber Sie werden an meine Worte denken. Ihre Sache ist zum Scheitern verurteilt, weil sie auf unbarmherzige Verfolgung unschuldiger Menschen aufgebaut ist. Ihre Politik ist ein tragischer Irrtum. Sie ist ein grausames Verbrechen. Verräter! Verräter! Sie nicht mehr der verkackte Demokrat! Gespannen Sie alle! Gespannen Sie mit einer! Und Sie alle! Und Sie alle! Ich habe hier das Manuskript für Ihre Rede. Danke. Schnell!
die sich hinter uns. Und dann haben alle Frauen und Kinder nach oben. Viele tägliche Türen. Das sind die Hausgemeinschaften. Die Männer, bleiben alle hier. Wir müssen jetzt zusammenhalten, Freunde. So was gibt's halt nicht. Die Maschinen, weil dein Leben für sie aussetzen. Wir beide sollen noch trinken. Solange sie noch trinken können. Alle Leute, hör mal her, Herr. Ruhe. Hier werden wir mal einen kleinen Besuch abstatten. Den Verstand verloren. Kommandeur Schulz hat strengste Anweisung gegeben, dieses Schiff in Ruhe zu lassen. Diese Juden haben uns provoziert. Das kann ich nicht feststellen, aber Befehl ist Befehl. Keine Angst! Abitur, jetzt hast du es selbst gesehen. Da kann ich nichts machen, du kennst den Befehl ganz genau. Also los, räum den Hof. Kommt, Männer. So, ja, haben die Leute auf den Ofenbänke geschlafen. Das ist so einsam. Das ist ein Kachelöfen. Daneben war eine Ofenbank. Und da haben so von den Bauernhöfen die Mägde und das Gesinde geschlafen, so rund um die Ofenbank. Ja schon, aber er hat ja die Obrigkeit und die Obrigkeit. Die Obrigkeit hat sich aber auch gut eingerichtet. Kann man ja schon sagen. Sie hatten ja auch mehr mit. Ja, also von daher. Aber mit einem Tier im Freistaat ist dann nicht geschlagen. Schnell, schnell aufs Dach. Ich bleibe hier. Kommen Sie, wir werden geschieden. Ich werde hier bleiben und kennen Sie uns doch keinen Haar. Wollen Sie sich abschlachten lassen? Warum was machen? Machen Sie schon das. Ich bin ja schon und ich würde gerne was machen können, wenn man den Geist mit dem Tricks bringt. Bestimmte Werte. Sie können aufmachen, Kinder. Die Luft ist in der Dracula. Der Schlüssel ist gehalten. Ich habe Ihnen unsere Kerne verschickt. Ich will mit jemandem eine Lage besprechen. Sie sollen da reinbringen. Sei ein liebes Mädel, einer von gleich und hilf meiner Frau wieder bei Kochen. Ja, natürlich auch mal Bier herstellt, aber ich meine, auch dem Volk zu meinem Schlüssel. Ich verstehe nicht, warum bei einer Besprechung die Kinder abhören. Ich bin schon mal so. 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 In grauer Vorzeit wartet der germanische Stamm der Nachbarn, der konnte vor einem Menschenopfer da. Bei einem Festschmaus wurde dieses Opfer durch das Luft aufgelegt. Nach jener schönen altermannischen Sitte wird die Vorsehung heute Nacht noch einer von ihnen auswählen. Jeder von ihnen bekommt einen Pulli. In allem, was wer von ihnen das Geld findet, muss sein Leben für die Befreiung seines Volkes opfern. Aber er wird als Held in der Geschichte den Individuum platzieren, weil er sein geknechtes Volk von einem Tyrannen befreit hat. Das ist aber ein Schiffskoffer. Das ist ein Zusammenquetschbaren Dinger. Das ist ein Koffer?
Deine Koffer? Ich weiß, dass es der Wunsch jedes Einzelnen von Ihnen ist, dieses Koffer für Romanen zu bringen. Wie gern ich dieses Gottesurteil auch selbst vollstrecke. Das ist ganz toll. Bitte. Das habe ich hier in Halle immer gesehen. Du bist diese Quetschkommode. Nein, ich bin das nicht. Ich bin zu bekannt. Deshalb muss ich ihn das kann ich nicht verstehen. Bitte, sagen, meine Herren, wenn Sie an meiner Ehre zweifeln, weil ich mir das sehen von Ihnen kann. Kommandeur Schulz, ich bitte für meinen Platz entschuldigen. Seien Sie davon überzeugt, dass sowohl ich als auch unsere Herren diese Freude hinnehmen und als Ehre betrachten würden, für unseren Vater zu sterben. Freut mich, Herr Lehmann. Also, meine Herren, ich ziehe mich jetzt zurück, bis das Schicksal der Freie steht hat. Und die waren teuer, deswegen gab es nicht viel. Ich sage, unseren Schiffskoffer habe ich hier in Halle gesehen. Wir alle haben es in der Hand, das Schicksal zu wenden. Und hat jemand in der Wohnung? Spitze?
Was macht das denn in dem Kasten? Sie werden ja wohl gelesen haben, dass man nach ihm fahndet. Und wo steht der Kommandeur? Der ist da drüben. Der wird haben Sie ja früher immer. Mein Freund, wenn man Kommandeur schon in diesem Hause findet, kommen wir alle in einen Konzentrationslager ohne Ausnahme. Wenn man uns nicht einen Kopf kaputt macht. Glauben Sie vielleicht, dass Sie mir darüber nicht das sagen? Deshalb muss er schon letztens doch den Arzt. Man kann ihn doch nicht einfach anrufen. Aber ich möchte ja wissen, wie lange sich Herr Schulz hier aufzuhalten gedenkt. Was soll ich zu tun? Komm zu Tisch. Das Frühstück ist fertig. Bitte. Zwischen wenn du einlaust. Aber ich frühstücke daheim. Warte. Ihr Zug auf der anderen Seite, jede Wohnung. Es gibt Gefahr, so Altbauwohnungen. Ach so. Und dann Zwischenwände. Kommandant Schulz. Mit der Stoffleiche, die du dann noch von oben dann runterkrabbeln kannst. Mach, dass sie aufs Dach kommt, alle Beine. Sie packen diesen Koffer. Jetzt schnell das Wasser aus, bitte sehr. Das müsst ihr auch noch einpacken. Und das war auch. Ich mach schon weiter hier den Rucksack gern mit Tabak. Ist ein Tabak oder Schulz kommt ins Konzentrationslager. Halt, wo wollen Sie denn hin? In den Warteraum. Da ist Land, verstanden? Dankeschön. Warteraum, ja. Wer hast du gewartet im Warteraum? Beziehungsweise Warteraum, ich bin nicht so schnell wie du. Keine die Unterwäsche, hä? Aber schau mal, früher haben die Leute die Pakete in die Schuhkartons verschickt.
Ja, das war, die Pakete wurden in Schubkartons verschickt. Ja, das war eigentlich immer auch ganz normal. War ganz normal? Ja. Kann man Geschenkpapier drumherum oder war das eigentlich klar? Ja, also Restpakete haben wir als Fässer gekriegt. Und weil sie vorher geholt und Staubsauger oder so. Ja, die Kartons. Die Voraussetzungen hierfür wurden geschaffen durch das Feldsammelbewegung unseres Marschalls Hering. Diese Würdigung ihrer Verdienste bereiten wir in diesem Ort. Herr Hering. Verstümpfen Sie durch das Ende. Das ist der Powerful Third Eye Opening Binaural Beats Visualization Video und Manifestationsmovie. Das ist ja im Hintergrund arbeitet. Ja. Nicht wahrnehmend. Der Hering. Wir fahren ja gerade nicht Auto, das ist ein bisschen. Auf dem Einmarsch der Motorisch. Ich musste das jetzt abbrechen. Dem ihr es jetzt bewusst bemerkt habt, ist scheiße. Jetzt müssen wir tief weiter schlafen. Hallo. Napoleons Armee ist an der Grenze von Österreich verschickt. Was? Weißt du, das ist nicht so schlimm, Gott. Er will alle kurz bei der Nazi-Zeit sein. Das Bernsteinzimmer. Da krieg ich es wohl Unsere Nazi-Kisten verpackt, so diese Krupp-Stahl-Kisten. Weil der Rude ist der Letzte, der wo das Bernsteinzimmer gesehen hat. Der dann verhungert ist, leider Gottes. Und der war im Königsberger Schloss und im Königsberger Schloss über die Kämpfe auf Land des Hauses verfangen. Du weißt du Bescheid, oder? Das geht ja nicht, weil ich eins zu eins. Ich meine, er ist mal auch nicht. Ich finde es geil. Ja, ich finde es geil. Ich wüsste ja nicht, wer geschenkt Und wenn Bernstein mit abgebrannt wäre, wäre verbranntes Harz gefunden worden. Da waren ja Leute, die von der Spurensicherung, Feuerwehr und alles drin waren. Die Kämpfung hat das Herz gefunden. Und er war von der Ankunft von Bentino Napoloni. Also das ist im Kisten gelagert gewesen. Ich finde das Zeitzeug. Und der wurde es verhungert, also wo ist das Königsberg, wo ist das Bernsteinzimmer? Das würde ich nicht sehen. Was heißt denn sonst? Wahrscheinlich, ja. Du musst schauen, das Datum, wie der Mond gestanden ist. Zu dieser Jahreszeit. Armsee und da ist es aber ich fand nicht, weil... Hey, was soll das bedeuten, bitte? Komm, ich habe nichts mehr geschlossen, gab es hier sehr, sehr Tunnels. Alter, Gewehr, das habt ihr ja schon. So, in See, nein, ja? Das hat mir nicht gefunden, Mann. Das fand nicht, weil... Der Rudi konnte ja rudern mit den kleinen Booten.
war genauso wie der Mondsee um 7 Stunden. Zu dem Zeitpunkt. Ja, so, so. Das ist meine Vermutung. So, dass wir dann... Wenn man ja zumindest relativ dicht, also sozusagen tief im See, zum Untergrund, das sind so eine Kisten wie hier deine Kiste, bloß diese Kristallkisten. So in der eine Kiste runter, die nächste Kiste runter. Genauso wie der Mond am See gestanden ist, glaube ich, sind wir unten. Zu dem Datum, bevor er verhungert ist. Sehr gerne. Ich bin 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 sehr gerne. Habe ich doch gewusst, dass wir irgendwann mal... Ich muss mit deinem Koch kommen zu. Was hast du mal machen? Ich musste mal vorhin nüchtern sein. Ich musste mich erst aus mir raus, damit ich wieder reinfallen kann. Du kommst doch gleich was. Du hast auch Besuch mit geklappt. Hm? Ich glaube, dem schmeckt es. Der ist mir. Ja, er hat gesagt, dem schmeckt es. Ja, klar. Ja, ja, das heißt, was soll er machen? Also ihm schmeckt es. Du hast ihn in seinem Herz gekocht, das weißt du. Ich habe das gern gemacht und ich habe das versucht, die Kokolette zu machen. Und dann Hund schmeckt es. Also Hund hast du auch mal Weihnachten, ja? Das braucht Januar, Februar, wir müssen früher, aber... Das ist ja gut. Ist alles okay, so ist es. Hast du die Knödel probiert, wie gut das die heute sind? Ja. Also die schmecken so länger, wenn die dann im Ofen dann anders aufgepackt werden. Und wenn sie das hinten das kann ich ja nicht mehr verstehen, weißt du, wenn ich da einmal drin war, einmal vorbeigegangen bin, dann ist das halt unheimlich. Ja. Nein. Der Mann zu meiner Napoleonie muss tun können. Am Tag würde hier passen. Direkt in Ihrem Haus. Haben Sie diesen Anwendung oder nicht? Also mit Klima, wir haben uns endlich gemacht, haben wir am Website dann eingemacht, ja. Einige Teile. Zwei Tage schon zu Hause. Und da war zwei Tage gegeben. Und so was wäre. Jedenfalls ist er gezwungen, einen sehr langen Weg zurückzulegen, um an die Arbeit. Da ging es uns Arbeit dann ganz gut, wenn wir sowas gemacht haben. Kannst du es? Ja, muss man ja. Und die Amis wissen es auch, warum sie die ganzen Feiern auf ihre Art und Weise. Können wir das so? Das sind die Traditionen nochmal. Weihnachtsplätze und so weiter. Mein Bruder Diktator. Du bist eine nette Mann, ich bin ja so glücklich, dich wiederzusehen. Ach, der Edelfix, der Kiki ist da. Ah, mein Kind, du Frau Korbitz, das geht gut. Geil, dir geht's auch gut. Ihr habt aber ganz lieb mit dir. Ich fühle mich sauwohl bei euch. Ich habe gerade einen kalten Bad gemacht. Wenn der Wanne repariert, ist die bestimmt noch sehr brauchbar. Wollen aber Exzellenz nicht ansehen. Oh, vielen Dank, danke. Schön, wir, bitte. Ja, er schaut schon die ganze Zeit. Ist das süß, der ist so lieb. Morgen laufen wir sowieso zur Arbeit, weil Fahrrad kaputt ist, dann kann er nicht nochmal auskennen. Abgesehen davon, wenn er sich morgen in der Früh bewegt. Das ist schon mal ganz gut. Er hat dann schon wieder sein Zimmer. Was kriegt ihr denn meistens aus zu essen? Ich dachte, das ist so richtig, aber das ist ja auch mal da. Der wird natürlich auch
Ja, ja. Ist am Tag überhaupt nichts? Ja, ja. Wenn ich von seiner Frau abgehauen war, dann ist abends, weil der andere stirbt, dann wäre es ja, ja. Ja. Irgendwann ist der Punkt, da sagt man, der Hunger treibt es rein. Da weiß man ja schon, wie hinten auf den Teller schaut, das ist klar. Was du nicht sagtest, diese Klasse von den Goldfischen, wieder den Gewinner. Da ich Er ist ja schlau. Schau mal hier, er hat sich nach drüben bewegt. Ja, ja, ist er bewegt sich so. Ich denke mal, oh Gott, oh Gott.
Aber weißt du, wir haben halt dann diese Bankvollmachtsrechte, diese Weihnachtsanordnung. Wie kannst du denn denn sowas machen? Du musst dann getrennt die Kassen und musst. Mein Opa war schon offenbar, dachte ich noch, naja, der hat fast all sein Geld abgegeben und hat ein Taschengeld von 200 Mark. Das war, aber das war ja viel Geld. Ein Viertel seines Gehaltes, etwa kann man sagen. Das Taschengeld. Ja. Dann war ja mitgekommen. Ja, aber der Opa hat ja aus dem Geld seiner freien Verfügung. Und es war ja viel Geld, das Taschengeld. Ja, ich weiß schon. Aber es gibt ja Männer, die werden bei 50 immer im Monat Taschengeld abgespeist. Das geht auch gleich weiter. Aber es ist aber das ist der Stressfaktor. Warum viele Männer nach dem dritten, vierten Mal dann irgendwann denken so. Aber ich denke mal, wieso hat ein Mann das so weit kommen lassen, dass es sich so unterputtern lässt? Tradition ist das. Also der Mann muss doch genauso Mann sein, wenn man ja Nein sagt. Das wäre richtig, das ist der Selbstbehaltungstrieb. Du musst selber bauen, ich habe keine vorgebauten mehr. Ein Bier hast du keins mehr, oder? Ehrlich, mein Kunde. Das ist das Wurscht. So, hier ist nun das rechte Tier vertragen. Und danach werden meine Soldaten abziehen. Aber bitte, wenn du hier sammeln auf Tage und alles. Sie, so willst du das unterschreiben, wenn du nur kein Trinker so blöd hast, Leute und so weiter. Machen Sie, was Sie wollen. Was ist? Und bezeichnet. Warum soll eine Wurst von
Mann. Was macht das schon? Das ist doch nur ein fixes Papier. Wenn Sie unterzeichnen, damit Sie seine Truppen zu finden, können wir ohne einen Mann zu Ihnen einmarschieren. Denk unterzeichnen. Was? Wie war das? Hinky, mein kleiner Hinky. Da hab ich doch gewusst. Freunde wie ihr machen sich doch keine Schwierigkeiten. Zwei Häftlinge sind in Offiziersuniform getürmt. Sie haben die beiden Offiziere der Wache gebissen. Alarm gegen zwei Häftlinge sind getürmt. Komm schon. Lustig mit diesen Gummistiefeln. Ich habe mir so Fitness-Gummistiefel gekauft. Erst die Fitness-Gummistiefel? Ja, weil die so hinten so. Ja, so ein Federn. Das ist ganz, ganz so. Gummi weich für die Wirbelsäule. Die Federn. Ja, und die nicht immer schön ganz drin ist, so fett nächstes Jahr. Ja, das ist ja. Und das gibt's mir auch. Ich gebe dort gute Schuhe. Und schön den Matsch, und schön den Matsch. Ja, in so einer Bau jeder Schuhe, wie ich da habe, das mischt, mischt für die Natur so richtig. Oder wenn es mir durch die Matschfelder, wenn es durch die Matschfelder laufen muss, ja? Es gibt ja matschige Felder, sind die optimal. Beim Winter sind sowieso Gummistiefel eigentlich. Also im Nauskolben, ja, wenn du so richtig runtergehst, ansonsten. Was suchst du? Feuer. Also zu holen? Ja, ganz wollen. Ja. Ich bin zu voll gefressen. Natürlich nicht. Nicht ein kleines bisschen. Wir gehen Schnur geradeaus. Bei Rotkohl muss ich noch ein bisschen aufpassen. Du, und wir haben noch Petersilie da, also die kann man morgen auch noch drüber streuen für euch. Ja. Wir haben auch noch Dinge zu tun. Ja, wir auch. Und wir auch. Auch wieder arbeiten. Aber es gibt nur schöne Portionen und für mich ist auch noch ein bisschen Knorke übrig. Und Plastikschicht. Ja. Meine Katzen haben nur Schnitzel und Katzenfutter zu Hause, das passt. Schnitzel? Ja. Ja, eins haben sie heute schon gekriegt. Ja, schon erstaunlich, dass die uns so folgen, oder? Euer Exzellenz, meine Gehorsamsaktion planmäßig angenommen. Meine Katzen sind halt so, die wollen sich es gut gehen lassen. Ja. 200 Tanks, 50 Panzer und 500 Maschinen mehr. Jule hat ja auch eine Katze. Wir erwarten Befehl zum Aufbruch. Die ist so eine Kamikaze-Katze. Die eine ganz kleine Wohnung ist dann halt auch ein bisschen blöd. In dem Sinne. In den Neubauten wäre total cool. Da haben die so Bretter für ihre Katzen gebaut. Da können die in den Innenhof spazieren gehen und können wieder rennen. Ja, das ist schön, ja, das ist in Ordnung. Da haben die alles so zusammen. Finde ich gut. Das ist ja eine Spiele bei Katzen, dass sie mit rausgehen, wiederkommen und so spielen. Ja, wenn du aber so einen Hinterhof hast, wo du dann brennt, dann hat man das ist geil. Ich bin mit Leine, jetzt bei mir, funktioniert nicht. Ich bin total mit Leine zusammen. Ich versuche einfach nur auszubrechen, zu fliegen, mit Leine, dass ich am Boden festhalten. Kann er nicht leiden, gell? Leine, also mein Schäferhund hat mit und ohne Leine. Also ich habe ihm schon seinen Freiraum gelassen. Ja, mein Mann hat ihm alles. Jüdisches Vermögen beschlagnahmt. Katzen. Geht schon? Nein, es geht. Muss er, nein, es geht mit. Du musst aber schon ab der 10. Woche anfangen, wie geht das? Und sehr liebevoll. Dann ist schlecht. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe eine Katze gehabt, die habe ich mit München mal alleine mit in der U-Bahn mitgenommen. Ja, kennt ihr mal ohne Karte, ohne Karte. Schon sie sitzen in der U-Bahn, U-Bahn fahren macht das ja. Ja, das Auto vom Konzert ist nicht leid.
Bahnfahren war in Ordnung, komischerweise. Über den habe ich jemals meine Katzen an meine Oma gebracht, die haben mich dann vermehrt und ich habe jetzt immer noch davon drei Katzen. Die hier sind auch wieder dazugekommen und du, ich habe es meiner Katze auch gegönnt, so mal nachts in den lauen Sommernächten mit der Katze so als Pärchen im Park. Ich durfte die Katze mal so früh morgens laufen und alleine, große Laufleine. Ja, das mochte die. Das ist der Vorteil am Hund. Aber im dörflichen Bereich in Deutschland ist es Dorf ist doch besser. Ja, da können sie alle. Ja, wo wenig Autos fahren. Die oft einfach rauszugehen. Schön über die Felder, wo sie an die Wälder raus, wo die Jäger sie nicht jagen. Ja. Also Fahrrad finden, also meiner liebt mein Fahrrad. Wer baut freiwillig noch einen? Ja, Abby, okay. Abby, right. On the road again. Ich habe mich im Gedanken schon darauf vorbereitet und eingestellt. On the road again. Ja, aber du hast jetzt Kraftfutter gehabt, gell? Jetzt hat die Frau wieder Energie. Ja. Und der Hund, was macht der Schatz? Ja, brav. Er bewacht die Tür, so bis es gehört. Das ist voll cool, dass der Hund vor der Tür liegt. Er wird schon 3000 kontiert. Er bewacht den Eingang. Ja, er ist der Hüter des Tores. Das ist so eine Hundemacke. Guck mal, komm hin. Aus diesem Grund erschaffen wir sie ab. Sie stehen im Kopf. Demokratie. Nicht um einfach abgeschafft. Die Tour der Kunst. Das mag jeder sich aber von Ihnen. Allen Juden, anderen Nicht-Arbeiter werden ab sofort die Bürgerrechte entzogen. Das wäre toll, dass die den Eingang bewacht. Ja, wir hatten ja eine große Wohnung und der war halt immer da, wo wir waren, im Wohnzimmer. Entweder im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer. Der Hund lag ja mit im Bett. Also. Das ist schön, auch an ihm, von ihm irgendwann zu warm, weil da ging noch drauf. Ja, und mein Schäferhund hat mich aus dem Bett rausgekriegt. Der freiwillig aus dem Bett so kuscheln, 5 Minuten oder jeder raus, weil ihm zu warm war. Ja, aber unser Chefhund war ein Second-Hand-Hund. Der war aus zweiter Hand. Der lag vorher schon bei seinem Herrchen im Bett. Wir haben den nicht rausgekriegt. Der Hund. Wir haben die Türe zugemacht. Der Hund macht die Türe auf und lag dann trotzdem neben uns. Wir kriegen die Tür noch. Also ja. Ich habe mit meiner auch gezaubert. Keine Chance. Nicht viel zu weit. Irgendwann haben wir halt dann aufgegeben. Und Mutter Erde ist reich genug, um jeden von uns satt zu machen. Das Leben kann nicht.
Der hat ja schon ein bisschen, will ich sagen, Dreck am Stecken, aber da soll schon sexuell auch einiges gelaufen sein. So. Aber du, ich mach mal zu, er war zumindest sehr, sehr mutig. Man hat ihn aber trotzdem erpresst mit so ein paar Sachen, er ging dann durch die Zeitung, das ist auch irgendwie. Also auch Freunde und so, Junge, ihr müsst das Gute zu leben lernen. Die Habgier hat das Gute in Menschen verschüttet und Missgunst hat die Seelen vergiftet und uns in Paradeschritt zum Verderb und Blutschuld geführt. Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehen geblieben. Wir lassen Maschinen für uns arbeiten und sie denken auch für uns. Die Klugheit hat uns hochmütig werden lassen und unser Wissen kalt und hart. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Aber zuerst kommt die Menschlichkeit und dann erst die Maschine. Vor Klugheit und Wissen kommt Toleranz und Güte. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert. Aeroplane und Radio haben uns einander näher gebracht. Diese Erfindungen haben eine Brücke geschlagen von Mensch zu Mensch. Sie erfordern eine allumfassende Brüderlichkeit, damit wir alle eins werden. Millionen Menschen auf der Welt können im Augenblick meine Stimme hören. Millionen verzweifelter Menschen. Opfer eines Systems, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unschuldige zu quälen und in Ketten zu legen. Allen denen, die mich jetzt hören, rufe ich zu, ihr dürft nicht verzagen. Auch das bittere Leid, das in uns gekommen ist, ist vergänglich. Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen. Und auch ihr Hass. Die Freiheit, die sie den Menschen genommen haben, wird ihnen dann zurückgegeben werden. Auch wenn es Blut und Tränen kostet. Für die Freiheit ist kein Opfer zu groß. Soldaten, vertraut euch nicht Barbaren an Unmenschen, die euch verachten und denen euer Leben nichts wert ist. Ihr seid für sie nur Sklaven. Ihr habt das zu tun, das zu glauben, das zu fühlen. Ihr werdet gedrillt, gefüttert, wie Vieh behandelt und seid nichts weiter als Kanonenfutter. Ihr seid viel zu schade für diese werdenden Objekte. Diese Maschinenmenschen mit Maschinenköpfen und Maschinenherzen. Ihr seid keine Roboter, ihr seid keine Tiere, ihr seid Menschen. Bewahrt euch die Menschlichkeit in euren Herzen und hasst nicht. Nur wer nicht geliebt wird, hasst. Nur wer nicht geliebt wird. Soldat, kämpft nicht für die Sklaverei, kämpft für die Freiheit. Im 17. Kapitel des Evangelisten Lukas steht, Gott wohnt in jedem Mensch. Also nicht nur in einem oder einer Gruppe von Menschen. Vergesst nie, Gott liegt in euch alle. Und ihr als Volk habt allein die Macht. Die Macht, Kanonen zu fabrizieren, aber auch die Macht, Glück zu spenden. Ihr als Volk habt es in der Hand, dieses Leben einmalig kostbar zu machen. Es mit wunderbaren Freiheitsgeist zu durchdringen. Daher im Namen der Demokratie. Lasst uns diese Macht nutzen. Lasst uns zusammenstehen. Lasst uns kämpfen für eine neue Welt. Für eine anständige Welt. Die jedermann gleiche Chancen gibt. Die der Jugend eine Zukunft und den Alten Sicherheit gewährt. Versprochen haben die Unterdrücker das auch, deshalb konnten sie die Macht ergreifen. Das war Lüge, wie überhaupt alles, was sie euch versprachen, diese Verbrecher. Diktatoren wollen die Freiheit nur für sich, das Volk soll versklavt bleiben. Lasst uns diese Ketten sprengen, lasst uns kämpfen für eine bessere Welt. Lasst uns kämpfen für die Freiheit in der Welt. Was ist ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt? Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauber. Ach so, die Maria Schenk, die war früher als junge Frau ganz hübsch.
Gott. Juhu, endlich haben wir den Scheiß hinter uns. Ups, da war ich weg. Shit. Shit, Bullshit. Schiedsgericht. Paul Heiße, jetzt ist Scheiße. Ha! Oh Gott. Oh, eine Antwort. Wollen wir eine Antwort hören? Von wem? Von dem da? Von Dats Kai. Eigentlich ist mir der wurscht. Von Kai. Magst du mal einen lustigen bayerischen Song hören? Der Buchinger, unser allerliebster YouTuber, hat eine etwas übertriebene Liste an Sachen veröffentlicht, in denen er darüber redet, was ihn an Homosexuellen stört. Und ich weiß, dass das nicht... Cornuto! Alles für bare Münze genommen werden soll, was dort gesagt wird. Aber er sagt auch in der Beschreibung, dass das Ganze seine persönliche Erfahrung wiedergibt. Also wenn ihr nicht wisst, worüber ich hier schwafeln werde jetzt, für ein paar... Ich wollte mal nach, worüber schwafeln ist Michaels Video. Das war irgendwas von Kuli Pertschulova. Guck mal, das Antwortvideo, also das Ursprungsvideo, worauf er jetzt hier gerade die Antwort gemacht hat. Magst du ein Antwortvideo? Ja. Also. Michael Buchinger war das. Hello friends, Michael Buchinger hier. Ich habe letzte Woche mein zweites Video zum Thema, wenn Schwule das sagen würden, was Heteros sagen, gemacht. Ich dachte mir, heute werde ich ein bisschen an dieses Video anknüpfen und über all die Dinge sprechen, die ich an Homosexualität hasse oder an Schwulen selbst oder an mir selbst als schwule Person. Punkt 1. Selbstausgrenzung. Ich hasse nichts mehr, als wenn Freunde mich einladen in ein schwules Café oder auf eine schwule Party oder ins schwule Sommerkino zu gehen. Oder buchen wir doch einen Urlaub in einem Gay-Hostel. Yay! Ich persönlich würde lieber eine ganze Woche in Dr. Frankenfurters Horrorhaus verbringen. Ich habe kein Problem mit Hetero-Cafés, Hetero-Kinos oder Hetero-Hotels. So wenig sogar, dass ich sie nicht als solche sehe. Ich glaube, ich darf sie ebenfalls benutzen. Und ich würde eher die Augen ausstechen und die Ohren abreißen, als dass ich noch irgendwie einen schlecht gemachten, schwulen Kinofilm mit Tori Spelling in der Hauptrolle sehen muss. Viele tun irgendwie so, als wären Heterosexuelle und Homosexuelle zwei verschiedene Völker, die zwei völlig unterschiedliche Sprachen sprechen. Und wenn ich mir jetzt diesen Hetero-Film mit Jennifer Aniston und Adam Sandler ansehe, dann werde ich wahrscheinlich nichts verstehen. Oh, 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 sie hat das Wort beige erwähnt. Was ist beige? Wieso spielt in diesem Film nicht Tori Spelling mit? So wie ich es sehe, sind wir alle Menschen und wir sind alle gleich. Und ich will nicht die ganze Schwulenbewegung rückgängig machen, indem ich sage, oh, ihr habt Spaß da draußen in der Hetero-Welt, aber ich feiere Karneval lieber im schwulen Zelt, wo es nur Madonna spielt und ich all die Dinge genießen kann, wozu mir die Gesellschaft sagt, dass ich sie gerne mag. Punkt 2, die Regenbogenflagge. Ich hasse die Regenbogenflagge, denn ich finde, sie ist hässlich und sie sieht aus wie ein LSD-Trick. Sie besteht aus lauter Farben, die schon alleine nicht schön sind, und wirken sie einfach alle zusammen und es sieht aus wie eine Explosion in Lady Minervas Perückenfabrik. Es sieht nicht gut aus, meiner Meinung nach. Und am besten wäre, man würde sie redesignen in zarten, blassen Pastellfarben oder einfach in verschiedensten Schwarztönen, um das Innerste meiner Seele wiederzuspiegeln. Also ich würde die jetzt nicht aufhängen in meiner Wohnung. Ich finde es nicht hässlich. Dritter Punkt, Generalisierungen in den Medien. Nicht alle Dinge, die auf einen Schwulen zutreffen, treffen auf alle Schwulen zu. Und ich hasse nichts mehr, als wenn dann so ein Repräsentant der Community in die Medien geht und irgendeine pauschale Aussage über alle Homosexuellen trifft, die irgendwann stimmt, also zumindest nicht für mich stimmt. Ich habe jetzt ein Interview mit Troye Sivan gehört, YouTuber, Sänger und Schauspieler aus Leidenschaft. Und er meinte, Schwule haben es sehr schwer. Sie haben es schwer, denn sie müssen sich jeden Tag neu outen. So wie zum Beispiel er. Immer wieder, wenn er Leute trifft, muss er ihnen sagen, und es ist nicht leicht für ihn, denn ansonsten würden die Leute denken, er wäre hetero. Aber die ziehen sie halt so die übertriebene Nummer durch. Ja. Lassen wir es kurz einsickern. Aber extreme Sachen habe ich gesehen.
Auch ich dachte bis vor kurzem, dass Whoopi Goldberg weiß ist und dass Elvis nicht. Und ich brauche einen täglichen Reminder, dass dem nicht so ist. Denn sie wuchs sehr, sehr langsam und sehr, sehr dumm. Außerdem bin ich blind und taub, habe ich einmal geoutet und das war's. Und jetzt gehe ich einfach davon aus, dass die Leute sich wissen und nicht, dann denke ich mir, ja. Du glaubst wahrscheinlich auch, dass Kristalle Krankheiten heilen. Und es ist jetzt auch kein Medienspektakel für mich, wenn sich jemand als schwul outet, wenn ich dann denke, ja, okay. Es sollte mich nicht als klein outen. Was für eine Schlagzeile. Vierter Punkt. Ist das nicht schwer für dich? Aber das war unerwartet. Nein, es ist nicht das Leichteste, was ich je getan habe. Ist es schwer für dich, hetero zu sein? Ist es schwer für Beyoncé, Beyoncé zu sein? Du halt einfach so. Es ist keine Performance oder irgendwas total schwierig. Das Einzige, was leichter sein könnte für mich, als schwul zu sein, ist vielleicht im Bett zu liegen und die Wand anzustarren. Also mir, es ist nicht so schwer. Was sind die Dinge, die euch an dieser ganzen Debatte stören? Egal, ob ihr selbst hetero, homosexuell oder bisexuell seid, sagt es mir doch in den Kommentaren. Und es würde mich auch freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr mich gerade erst entdeckt habt, dann habt ihr gerade den schlechtesten Eindruck aller Zeiten von mir. Wer ist dieser Typ? Wieso spricht er so viel? Ich wünsche, der würde aufhören. Ihr seid im Glück, ich höre gleich auf, aber ihr könnt mich auch abonnieren. Okay. Ciao. Die kleinen Sklaven. Oh, bitte nicht, ich muss mal mehr schwule hetero tralala, das ist wirklich anstrengend. Hier spricht Radio Rebel live aus dem Untergrund. Ihr wisst nicht, wer ich bin, aber ich weiß, wer ihr seid. Denn ich bin eine von euch. Heute gab es Zeugnisse. Ich habe meine schlechte Bewertung in Mitarbeit bekommen. Aber man kann mir doch keine schlechte Note geben, weil ich bin, wie ich bin. Wenn das so ist, gebe ich allen an der linken BH einen 6 dafür, dass wir einander ständig in Schubladen stecken. Die Sportkanonen, die Außenseiter, die Uncoolen, die Königin und ihr Gefolge. Und die Obercoolen. Leute, dieses Schubladendenken hat nichts damit zu tun, wer wir wirklich sind. Früher galt es als positiv, anders zu sein. Heute trennen uns diese Unterschiede voneinander. Freut euch doch über eure Einzigartigkeit. Zeigt, was in euch steckt. Vergesst den Status quo. Ja, los, traut euch. Okay, gestern Abend. Drei Stunden lang hat schon was. Der Hammer? Wie immer. Vergesst den Status quo. Ich bin nur sie ist so inspirierend, so. Ja, ich weiß es, da gibt's gerade Durchschnittstiche. Keine Erfahrung. Ja, das war schon. Die Tante muss einpacken. Was? Es ist Grippezeit. Es ist so aufregend, ein Mädchen macht eine Radiosendung und sie spricht. Und im anderen Teil, die könnte es sein. Oder die könnte es sein. Nein, die ist viel zu groß. Radio Rebel klingt, als wäre sie 1,67 Meter. Und wahrscheinlich hat sie rote Haare. So wie Terra. Nein, sie ist nicht annähernd wie Terra. Hey, was soll denn das bitte heißen? Oh, wir sind nicht super, aber du bist nicht in die Riesen wie Radio Rebel, die definitiv eine Blondine ist. Und woher willst du das? Radio Rebel ist meine Seelenverwandte. Genau. Ich habe zum Beispiel genau wie sie eine schlechte Bewertung in Mitarbeit. Wie kann das nur sein? Zwei dicke, grauschnelle Netze. Genau. Ja.
Was denn? Achso, ja, cool. Warte, lass. Nein, ihr habt. Nee, lass. Du hast zu Hause gehen, das haben wir festgestellt. Diese ganze Fernbeziehung war einfach total langweilig. Freut mich, dass du darüber hinwechselst. Zwei, drei. Drei offizielle Anfragen. Drei. Amerika-Man. Ach ja, danke schön. Okay. Der Herr spielt Gentleman. Ist dir schon mal die Form seines Hinterkopfes aufgefallen? Super. Der sieht aus wie ein Dreieck. Leute, wie sollen wir den Status quo vergessen, wenn der Status quo... Ja, wenn ich die Jacke anziehe, dann geht's gleich los. Na klar, dann haben wir doch alles. Wir haben nur eine Minute. Also weiter. Erin Brooks hat sich als Königin für den... Nein, schlafst du gut. So steht's zumindest auf ihrer Fanpage. Oh ja, das ist auch normal. Bitte. Wieso hab ich keine Fanpage? Lass dir mal das Entchen noch gut schmecken und den... Hey, Stacey. Wir müssen wir auch immer... Schluss gemacht.